Profis arbeiten. Pass an. Einmal. Auch ein Teaser. So, moin zusammen. Das machen wir jetzt nochmal. Moin zusammen, moin. Leute. Heute hier Steinbachtal beim Jens. Thema heute Trautcollector versus, wie heißt das andere Ding nochmal? Pinball. Ja, Pinball, die neumodische Zeug. Nein, Quatsch, beiseite. Unser zweites Gummi für noch ein bisschen mehr Action. Werden wir heute mal gucken. Am Tungsten, am Chiburashka. Was geht? Verschiedene Farben. Einfach mal gucken. Ist das eine besser wie das andere? Fangen beide gleich gut. Ja. Ich sag mal, du kriegst Lack. Ich glaub's auch. Es wird wie immer sein. Michael kriegt dann einen Fisch für die Kühlbox und der Rest geht halt zu mir. Wir schauen mal. Ja, bis später. Michael und ich, wir fischen mal so einen kleinen Vergleich. Trout Collector versus Pinball. Weil normal kennt ihr das ja, dass wir erst den Trout Collector fischen und später den Pinball. Aber wir wollen heute einfach mal gucken, wie er sich schlägt. Wenn wir ein 1:1 fischen, ne? Und siehst du, ich lasse den ganz kurz absinken und schon nimmt die Forelle den. Ganz kurz angetwitscht und im Absinken kam der Biss. Beim ersten Mal noch nicht drauf. Dann habe ich ihn einfach nochmal angetwitscht und sofort habt ihr ja gesehen, hat die Forelle den Köder genommen. Man muss die natürlich beim Gummi müsste anschlagen, anders wie beim Ton. Da ist er. Dann werde ich mal still. Die Bisse kommt immer kurz nach dem Antwitschen. Man lässt den Köder absinken. Man twitcht einmal kurz an. Kurz danach kommen fast immer die Bisse. Weil in dem Augenblick bricht ja der Köder unter Wasser aus, wo du twitscht. Und dann wird die Forelle halt gereizt und beißt. Ja, die will noch nicht.
Käse komplett weginhaliert. Die wollte den Wurm haben. Petri, Micha. Ja, Petri, Dank. So, jetzt noch mal was zur Führung. Jeder muss da so ein bisschen seinen eigenen Stil entwickeln. Ich lasse den Köder jetzt absinken. Ich kurbel langsam, gebe einen kleinen Twitch und warte. Weil nach dem Twitch, der Köder wird nach vorne gezogen und wenn ich anhalte, sackt er wieder runter. Das ist oft der Schlüssel. Also, kurbeln. Ein, zwei kleine Twitche, nicht zu viel. Seht ihr? Das ist so mein Stil. Jetzt gerade, wo die Fische noch nicht auf die ganz schnell geführten Köder stehen, twitche ich, lasse ihn absinken und immer wieder. So geht das bis zum Ufer. Jetzt fische ich gerade ganz tief und den nächsten Wurf mache ich dann, dass ich ihn nicht ganz so lange absinken lasse. Und so könnt ihr die ganzen Wasserschichten abfischen. Seht ihr, wieder runter sacken lassen, wieder runter und so wiederholt sich das einfach. Jetzt ist der Köder bei mir. Sagt nächsten. Jetzt lasse ich ihn wieder ein bisschen absacken erst, aber nicht ganz bis runter und dann geht es wieder los. Kurbeln, kurbeln. Die Fische zeigen sich jetzt manchmal auch an der Oberfläche, also gehen wir ein bisschen höher. Jetzt habe ich den Biss und da hängt sie drauf. In der Absinkphase, habt ihr gesehen? Da, wo ich Pause gemacht habe, kam der Biss. In der Absinkphase. Und das meinte ich gerade. Gummi schön genommen. Aber ich glaube, das hat jetzt jeder ganz deutlich gesehen. Ich habe angefangen zu kurbeln, habe aufgehört und dann habe ich schon die erste Attacke in der Rutenspitze gespürt. So, und da sitzt er. Das muss jeder selber ein bisschen rauskriegen, wie er sein Gummi führt. Da gibt es immer, jeder hat da so ein bisschen seine Eigenart. Wenn ihr das gleich bei Michael sieht, der macht das schon wieder ein bisschen anders. Ja, auch die Saiblinge wollen hier unseren Pinball. Schön absinken lassen, kurz getwitcht, danach wieder absinken lassen und dann kamen die Bisse. Thank you.
Ja, ich hatte jetzt 3-4 Würfe auf den Pinball, kein Fischkontakt mehr. Daraufhin habe ich jetzt die Farbe gewechselt und siehe da, die Farbe brachte den Erfolg. Deswegen, probiert einfach aus, testet. Ja, manchmal ist einfach nur eine andere Farbe oder eine andere Form, wie man den Köder führt, dann der Weg zum Erfolg. Schöner Lachs. Schöner Lachs. Da ist er. Den wollten sie jetzt. Mal. Was soll ich sagen? Ich habe einfach mal abgeguckt zum Nachbarn, habe auch die Farbe gewechselt. Natürlich fische ich mit einem Klassiker, einem Trout-Collector. Und rot-weiß statt rot-gelb und sofort liegt ein Fisch. Wollen wir mal gucken, ob wir noch rauskriegen. Sogar eine schöne. Oh, die ist richtig schön. Nicht so groß wie Michael seine. Aber guckt euch mal das, wenn der jetzt mal stillhält, kurz, zack, ist das Gummi draußen. Jetzt guckt euch mal den Fisch an. Petri Dank, makellos gezeichnet. So, Mahlzeit. Mahlzeit. Heute Thema Trout Collector versus, wie heißt das andere Ding? Pinball. Pinball, ja, siehste. Das neumodische Zeug. Nein, Quatsch beiseite. Heute ging es einfach mal darum, euch zu zeigen, wie wir mit Gummifischen, was man so beachten kann, ein bisschen Farbwahl. Das ist kein Hexenwerk, das ist auch auf den Dosen bei uns immer so ein bisschen drauf. Das System kennt ihr, klarer Himmel, bedeckter Himmel. Heute nochmal Trout Collector habe ich gefischt, der Michael hat den Pinball gefischt, ja. Ne? Für noch ein bisschen mehr Druck im Wasser. Einmal mit Chiburashka davor und am Anfang auch mit normalen Tanzenperle Jig. Und ist eigentlich 50-50 heute ausgenommen. Ich hatte gehofft eigentlich am Anfang, weil der Trout Collector doch ein bisschen kürzer ist und schneller zu inhalieren ist, dass ich den Michael abhängen kann, aber das ist so ziemlich gleich ausgegangen. Was wir euch damit noch auf den Weg geben wollen. Jetzt der Winter geht so langsam raus. Die Fische stehen nicht mehr so ganz auf dem Boden, wollen aber trotzdem noch langsam geführte Köder. Jetzt kommt eigentlich so für mich, genau wie Anfang des Herbst, immer so die Hauptgummizeit zum Fischen. Im Winter, ihr kennt das aus den vorherigen Videos, waren fast alle Videos immer Hauptbeteiligter. Durchlauflinker, Inliner, Metallica. Ne? Kam ja schon bald an Ohren raus. Und heute haben wir ganz bewusst Gummis gefischt. Ich dachte, ich war schon rein, das geht bald. Aber dann hat es doch gut gerappelt, ne? Ja. Haben irgendwie eine ganze Tasche voll Forellen gekriegt. A und O beim Gummifischen ist, Leute, Langsamkeit, Langsamkeit und nochmal Langsamkeit. Ihr habt das ja gerade auch gesehen, das Twitchen wirklich nur so eben aus dem Handgelenk, weil ihr habt da eine 2 Meter Route davor, twitcht ihr ein bisschen fester, der Köder geht komplett aus dem Sichtfeld der Forelle raus. Also, antwitchen, kurz warten. Der Tank zieht das Gummi nach unten, ihr twitcht ihn wieder an, Gummi geht hoch, geht wieder so runter und dann kriegt ihr so eine Wellenbewegung im Wasser. Und da kamen heute die Bisse ganz oft, ne, angetwitcht. Ja, direkt beim Absinken, direkt wieder kam der Biss. Ja. Und dann den Fisch halt kurz abziehen lassen, Rute hat einen Solid-Tipp und dann seid ihr bereit fürs Frühjahr jetzt, fürs Fischen. Fische standen heute, ich sag mal, im Mittelwasser, ein bisschen tief im Mittelwasser noch. Und teilweise ging es ja wirklich jeder Wurf eine Attacke. Weil du halt den Köder meiner Meinung nach lange im Blickfeld der Forellen hattest. Ja. Ja. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, wir konnten nicht ausmachen, was jetzt der bessere Köder war. Heute hat beides funktioniert. Die Regel sagt aber, fang mit dem Trout-Collector an. Und wenn du da nicht mehr genug Bisse drauf kriegst, setz noch einen Zusatzreiz über den Pinball hinten mit den kleinen Schwänzchen da dran. Dann kommen die Fische wieder. Heute hatten sie halt richtig Bock. Ihr habt das ja auch gesehen, teilweise die Köder waren komplett weginhaliert, dass man kaum die Tanksten noch gesehen hat. Und ja, da macht es angeln halt richtig Spaß. Da sind viele Fische aus dem Wasser gekommen. Also ich fand es heute richtig gut. Ja, und wie wir dann auch gesehen haben, wir haben mehrere Würfe gemacht ohne Fischkontakt, Farbe gewechselt und zack kamen direkt wieder die Fische. Deswegen zwischendurch mal wechseln, wenn ihr merkt, wird ruhiger. Nicht unbedingt den ganzen Köder wechseln, sondern einfach mal die Farbe, bringt dann auch noch den einen oder anderen. Ja, und war ja ganz eindeutig. Ne? Du hast gewechselt, ich habe gewechselt und zack, Fisch. Bang, bang, sofort 2 Fische. Ja. Ne?
ist dann, haben sie, sag ich mal, rot-grün schon die ganze Zeit gesehen. Einmal schmeißt du was Blaues, oh, ist was anderes, zack, kommt wieder Fisch. Aber erst natürlich, wenn nichts mehr geht. Ihr könnt auch am Anfang die Farben wechseln, kriegt ihr auch eure Fische. Aber ihr nehmt euch dann einfach einen Reiz, einen Zusatzreiz, den ihr später ersetzt. Ja. In diesem Sinne sage ich, schön, dass ihr dabei wart. Habt ihr noch Fragen, Anregungen zu unseren Gummis, dann unten in die Kommentare rein. Seht ihr uns am Wasser, sprecht uns einfach an. Garantiert haben wir immer ein offenes Ohr für euch. Guckt euch das an, wie wir fischen. Kommt mit eurem Material zu uns, wenn irgendwas ist. Wir sind da gerne mit Rat und Tat beiseite. Wir angeln jetzt noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Ein Durchlaufblinkerfisch. Tada! So, Tag ist vorbei, Mittagszeit, ne, um 11 Uhr oder so. Ich packe jetzt ein, hier Tasche voll mit Portionis und ein paar kleine Lachs und Saiblinge hatten wir. Aber jetzt ist auch gut. Meine Frau ruft, ich muss an der Schwiegermutter was reparieren. Bei der Schwiegermutter. Da kommt man als Angler nicht zu spät. Das wird gefährlich. Ich wünsche euch was. Ich habe es ja gesagt im Erklärteil, wenn ihr Fragen habt, seht ihr uns am Wasser, kommt auf uns zu. Wir versuchen gerne zu helfen und euch ein paar Tipps und Tricks zu sagen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.